So Freunde, heute am Start Hyundai IONIQ 5, ein Elektro-SUV. Und der bekommt von uns einmal eine CSL und eine HF. Und mehr gibt es dazu nicht zu sagen, deswegen würde ich sagen, legen wir gleich los. Gewohntes Programm. Einmal die Cup-Spoiler-Lippe ansetzen, gucken, wie es mit der Passgenauigkeit aussieht. Habe mir tatsächlich schon gemacht, deswegen kann ich jetzt quasi schon meine Löcher bohren und dann das Ganze auch auf die Stoßstange übertragen. So, und jetzt natürlich ganz wichtig, Schutzfolie abziehen, ansonsten habt ihr nämlich danach ein Riesenproblem, das ganze Zeug wieder rauszufuddeln. Also wie ihr sehen könnt, haben wir uns hier für Glossy Schwarz entschieden, bekommt aber natürlich wie gewohnt noch in der weiteren Oberfläche. Aber ja, Schwarz denke ich passt hier ganz gut, weil er ja hier auch noch mal ein paar schwarzglänzende Akzente am Auto hat. Und dann kann das auch schon losgehen. Sitzt, passt, so muss das sein. Hervorragend, dann machen wir doch direkt mit dem Heckflügel weiter. Ehrlicherweise muss man sagen, gerade hier bei der Heckflügel kann es halt alles mal passieren, dass man da ein bisschen rummessen muss und rumausmitteln, damit das Ding ordentlich passt. Deswegen hier lieber etwas öfters mal reinschaue und vergleiche, dass die Kante links und rechts passt. Und dann sitzt er aber ordentlich. So, jetzt heißt es die Oberfläche reinigen mit unserem Surface Cleaner. Und ansonsten, wie gewohnt, die Schutzfolie hier schon mal einmal ein bisschen abziehen. Ich mache es tatsächlich meistens so, ich lege sie mal hier einfach um die Kante rum, lasse es hier rausschauen. Ihr könnt natürlich aber ein Stück Kreppband einfach drauf machen. Wie ihr wollt. Und dann setzen wir das Ding schon mal auf der ersten Seite an. Fixieren, dass er nicht abhauen kann. Und dann geht das los. Stück für Stück abziehen. Und ordentlich Tor drücken. So, an sich hier wichtig beim Klebeband, jetzt bei der sommerlichen Temperatur, da habt ihr natürlich gar kein Problem. Der Kleber reagiert ziemlich schnell, hat sehr schnell seine volle Tragkraft und Haftung. Und ansonsten, wie gesagt, nur wichtig, ordentlich andrücke das Ganze und dann könnt ihr schon losfahren. Wenn ihr das Ganze im Winter macht, gebt dem Kleber ruhig mal über Nacht Zeit, um seine volle Aktivität
zu aktivieren. Und ja, dann war es das auch schon. Sehr geiles Gimmick, klein aber fein. In diesem Sinne sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.